Heute Morgen hat der Wichtel der Luisa ein paar Sachen gebracht, mit denen wir ein Hexenhaus bauen sollen. Das ist was Ähnliches wie ein Lebkuchenhaus, nur einfach aus Keksen. Und jetzt konnte sie schon überhaupt nicht erwarten, bis wir fertig gefrühstückt haben. Ich lenke sie gerade noch mit einer Folge Paw Patrol ab, eigentlich um 9:30. Noch keine Option, aber sie ist jetzt wirklich so ungeduldig gewesen. Ich hätte mich sonst überhaupt nicht richten können. Jetzt machen wir das aber gleich. Ich zeige euch mal, was wir dazu benutzen. Und dann hole ich meine Kleine und los geht's. Wir haben hier einmal Plätzchen. Leider habe ich Butterstäbchen erwischt. Ich wollte eigentlich ganz normale Butterkekse. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Problemchen lösen. Dann haben wir hier schon seit längerem zu Hause Marshmallows, die Luisa unbedingt mal mitnehmen wollte. Die können wir jetzt heute auch ganz gut gebrauchen. Dann Smarties, natürlich bunte Streusel, die Zitrone für den Zuckerguss und hier noch ein paar Gummibärchen. Unsere Häuschen müssen jetzt erstmal so ein bisschen trocknen, sonst fallen sie gleich wieder zusammen. Ich habe mir das ehrlich gesagt leichter vorgestellt. Wir haben jetzt doch ziemlich viel Zuckerguss gebraucht. Aber die meisten von uns werden es nicht essen. Luisa wahrscheinlich schon. Mal gucken, dass sie sich das ein bisschen aufteilt dann am Ende. Sonst, glaube ich, kriegt sie einen Zuckerschock. Und Christian hat gestern schon unseren Baum hier aufgestellt, damit er sich so ein bisschen entfalten kann. Und heute werden wir den noch schmücken. Es ist jetzt allerdings schon fast 10:30 und wir wollen eigentlich um 12 bei meinen Schwiegereltern zum Essen sein, also 12 oder 1. Das heißt, wir müssen jetzt echt ein bisschen ranklotzen, damit wir das noch schaffen und damit wir den Baum noch schön schmücken. Ich habe jetzt mal alles, was wir haben, hier auf die Couch gemacht. Ja, wir haben da so Engelchen, da steht auf einem Luisa, auf einem Christian und auf einem Franziska drauf. Gell? Die haben wir mal von der Oma und vom Opa bekommen. Und da sind unsere weißen Kugeln für dieses Jahr und da sind so Anhänger dabei, also nicht Anhänger, sondern so Haken dabei, mit denen man das befestigt. War mir bisher irgendwie auch noch nicht so bekannt, das System, anstatt von Fäden. Und hier haben wir dann auch noch ganz viele Anhänger, teilweise von Christians Mama und teilweise von uns und so Zapfen. Also ja, ich denke, wir werden einen schönen Baum zusammenkriegen. Hier läuft es leider nicht so wie gedacht. Christian findet die Kerzen nicht. Bevor die Kerzen nicht da sind, können wir natürlich nicht schmücken. Der erste Engel ist auch schon zu Bruch gegangen. Der ist Luisa gerade runtergefallen. Ja, so ist es halt. Alle Sachen liegen rum und die Sachen sind zerbrechlich. Sie ist natürlich neugierig und will sehen, was das alles ist und untersucht. Und da kann es dann schon mal passieren. Irgendwie ist der Wurm drin. Christian hat die Kerzen gefunden. Allerdings sind es nur 20 Stück. Ich dachte irgendwie, wir hätten mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auf den großen Baum damit zurechtkommen oder ob ich dann morgen mit Luisa nochmal losziehe und wir noch einen Schwung Kerzen irgendwo besorgen. Wir sind jetzt endlich losgekommen, also beziehungsweise sind wir kurz davor loszukommen. Wir sind viel zu spät an. Meine Schwiegereltern fragen sich bestimmt schon, wo wir sind. Es ist jetzt schon 9:30. Normalerweise kommen wir immer so um 12 rum, auch wenn wir keine genaue Uhrzeit ausgemacht haben. Aber wir haben es geschafft, den Baum fertig zu schmücken. Und es ist eigentlich ganz schön, weil es ist so eine Komposition aus alten und neuen Sachen. Also es sind sowohl Sachen von Christians Eltern dabei, als auch aus meiner Kindheit und dann noch ein paar neue, die sich Luisa ausgesucht hat. Also insgesamt ein, ja, für uns schon emotionaler Baum. Bei uns ist gerade echt so ein bisschen der Weihnachtswurm drin. Ich habe gerade zwei große Pakete vom Postboten bekommen. Eins davon ist von meiner Mama mit den Weihnachtsgeschenken, die sie an uns geschickt hat. Und das andere Paket ist das, was ich mit meinen oder unseren Geschenken an meine Mama geschickt habe. Das ist zurückgekommen. Irgendwie scheint da der Aufkleber abgegangen zu sein. Das ärgert mich gerade ziemlich. Das heißt, ich muss jetzt heute nochmal zur Post und hoffe, dass es dann noch rechtzeitig ankommt. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber jetzt ist es so, durchatmen, Situation loslassen und das Beste hoffen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich mir die Tischdeko vorstelle. Ich mache mir da gerade so ein bisschen Gedanken, wie der Tisch an Weihnachten dekoriert sein soll. Habe mich jetzt dafür entschieden, dass alles sehr schlicht gehalten ist, in Naturtönen und mit Naturmaterialien. Also eigentlich kein großes Spektakel, aber es soll halt so ein bisschen einen edlen Touch haben.
Unser Tisch ist insgesamt 1,60 lang und ich werde in die Mitte nicht allzu viel machen. Schon ein bisschen was, weil wir jetzt auch keine großen Platten oder sowas an Weihnachten auf dem Tisch stehen haben. Bei uns gibt es einfach Würstel mit Kartoffelsalat bzw. Bayerisch Kraut. Bayerisch Kraut hat es in meiner Kindheit immer gegeben und das werden wir wahrscheinlich auch einfach in der Küche anrichten. Zum Kaffee trinken brauchen wir auch nicht viel Platz. Also werde ich in die Mitte zwei legen und zwar habe ich hier Fichte, die Nadeln schon so ein bisschen, Fichte und Eukalyptus. Finde ich persönlich eine ganz, ganz schöne Kombination. Aufpassen, dass das hier nicht alles voll nadelt. Und dann werde ich einfach drumherum so ein bisschen dekorieren. Ich habe hier solche Kugeln, die standen jetzt tatsächlich die ganze Adventszeit eigentlich bei uns auf dem Tisch, schon als Deko sozusagen. Und die werde ich dann so ein bisschen drapieren. Und dann nehme ich noch diese Zapfen hier. Da haben wir auch schon welche davon am Weihnachtsbaum hängen. Und die werde ich auch noch dazwischen legen. Dann gibt es rote Servietten. Und was ich jetzt noch gemacht habe, was ganz hübsch ist und was wirklich wenig Aufwand ist, das kann man 2-3 Tage vor Weihnachten auch noch machen, das sind diese geeisten Gläser hier. Das sieht dann wirklich wunderschön aus, wenn man da ein Teelicht reinstellt. Das strahlt und scheint dann wie durch so ein Milchglas durch. Also so ein bisschen indirektes Licht. Und ich werde meine jetzt noch ein bisschen verzieren, damit man einfach oben so diesen Drehverschluss nicht mehr ganz so wahrnimmt. Und zwar habe ich dafür einfach grünes Makramee-Garn und solche Holzkügelchen. Und die werde ich da 2 oder 3 auffädeln und einfach dieses Makramee um mein Glas rumwickeln. Ja, wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich wirklich super simpel. Und zwar nehmt ihr einfach ein beliebiges Glas. Also es muss jetzt auch nicht unbedingt ein Einmachglas sein, sondern das kann tatsächlich auch ein schönes Dekoglas sein. Und dann füllt ihr in dieses Glas ungefähr 1 Zentimeter Salz rein. Also dass der Boden mit 1 Zentimeter Salz bedeckt ist. Ich habe jetzt dafür grobes Meersalz genommen. Und dann stellt ihr das Ganze auf eine Heizung. Also ich habe es auf eine Heizung gestellt. Man soll es halt an einen warmen Ort stellen. Und dann füllt ihr so ein bisschen Wasser rein, dass ungefähr dieses Salz leicht bedeckt ist. Und dann lasst ihr es erstmal auf der Heizung stehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Glas dann so wenig wie möglich nur noch bewegt, weil ansonsten diese Kristalle sich einfach nicht bilden können oder beziehungsweise dann auch wieder kaputt gehen. Und ihr könnt dann jeden Tag mal so ein bisschen gucken. Also ich habe echt gesehen, dass es bei mir sehr, sehr schnell ging. Innerhalb von einem halben Tag war da eigentlich schon das halbe Glas mit Kristallen voll. Und dann habe ich einfach noch so ein bisschen Wasser dazugegeben und dann ist es noch weiter gewachsen und dann war es innerhalb von 2-3 Tagen einfach fertig. Also es ist eine super simple Sache. Ich finde es auch tatsächlich schöner, als wenn man das Glas anmalt oder mit Serviettentechnik beklebt, weil es einfach natürlich ist und diese Kristalle auch natürlich wachsen. Also es geht, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Man braucht nicht viel dafür, hat man eigentlich alles daheim im Idealfall. Ja, und hat dann eine schöne Ergänzung zu seiner Tischdeko. Das mit meinen Holzperlen hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, weil mein Garn einfach zu dick ist. Das macht aber nichts. Ich kämme das jetzt hier gerade so ein bisschen aus und kürze das noch. Und dann werde ich diese Holzkugeln einfach nochmal mit einem separaten Garn um das Glas wickeln. Zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch, wie ich die Servietten falte. Ich bin wirklich keine große Künstlerin, was sowas angeht. Also ich bastel gerne und heimwerke gerne. Aber alles, was mit so Papierfalten zu tun hat, ist eigentlich nicht meins. Aber das ist so einfach, das kriegt jeder hin. Und zwar habe ich so große rote und daraus sollen jetzt Tannenbäumchen werden.
überhaupt nicht lustig aus, was du machst. Das soll ja auch nicht lustig, sondern schön aussehen. Das sieht nicht schön aus. Was? Du findest das nicht schön? Jetzt doch.